RTV Vorarlberg. Aktuell. Die Weihnachtszeit gibt jedes Jahr aufs Neue Anstoß, einmal über seinen eigenen Tellerrand auf andere zu blicken, zu helfen und sich zu engagieren. Viele Vereine in Vorarlberg tun dies aber oft fast unbemerkt das ganze Jahr über, wie etwa der Tierschutzverein Rankweil. Ein großes Projekt für uns ist das Katzenkastrationsprojekt. Wir kastrieren, also fangen mit Fallen und kastrieren Wildkatzen, verwilderte Hauskatzen in ganz Vorarlberg. Wir vermitteln auch Katzen, Hunde, mitunter auch Kleintiere, Pferde, ist alles schon vorgekommen. Wir kommen auf ganz unterschiedlichen Wegen zu den Tieren. Zum Teil kommen sie aus dem Ausland. Zum Teil werden sie da im Land abgehen, weil die Besitzer sie aus verschiedensten Gründen nicht mehr haben möchten. Die aktiven Mitglieder übernehmen immer wieder die Pflege und Betreuung von Tieren, bis sie ein endgültiges, liebevolles Zuhause finden. Und genau dieses endgültig unterschätzt aber so manch ein Tierliebhaber. Gerade zu Weihnachten werden oft der Einkaufs- und Schenkfreude zu Schulden übereilte Entscheidungen getroffen und Tiere gekauft, ohne sich über die Verantwortung wirklich bewusst zu sein. Ja, wir haben jetzt schon einen Aufruf gestartet, dass wir Pflegestellen suchen für die Weihnachtszeit und vor allem die Zeit nach Weihnachten, da es schon stark spürbar ist, dass nach der Weihnachtszeit relativ viele Tiere bei uns abgegeben werden und ja, echt gehäufter als im Rest vom Jahr. Es gibt ganz, ganz vieles zu bedenken, wenn man sich dazu entscheidet, dass man ein Tier härter möchte. Das ist zum einen, die Tiere werden alt. Die leben sehr, sehr viele Jahre. Ein Hund wird 15, mitunter 20, eine Katze wird 20, mitunter 22, 23 Jahre alt. Die Tiere verursachen hohe Kosten in den vielen Jahren. Es ist nicht nur das Futter, es sind vor allem auch Tierarztkosten. Gerade wenn die Tiere älter wären, rennt man ganz, ganz oft zum Tierarzt, weil irgendwelche Wehwehchen da sind, weil irgendwas nicht mehr so funktioniert. Man muss sich auch bewusst sein, gerade wenn man einen jungen Hund adoptiert oder einen Hund aus dem Tierschutz, die zerstören gerne. Also da geht mitunter schon mal was zu Bruch. Es werden Tische angeknabbert oder Stühle angeknabbert. Da kann schon einiges kaputt gehen. Es wird einmal auf einen Teppich gepinkelt, auch von der Babykatze oder so. Auch die Urlaubsbetreuung ist immer ganz ein großes Thema. Hat man wirklich jemanden, der für das Tier die Urlaubsbetreuung auch langfristig übernimmt und über Jahre hinweg? Einen überlegten Platz sucht derzeit auch die entzückende Hündin Cinderella. Bei mir sitzt da gerade die Ella, die ist 2 Jahre alt, ist jetzt seit einem Monat in Vorarlberg, sie kommt aus Ungarn, ist da in einem Außenzwinger gesessen in der Kälte und es waren Vereinsmitglieder für uns in Ungarn und haben sich dann entschieden, zum sie mit aufzunehmen. Und sie war anfangs sehr, sehr scheu, hat sich nur versteckt und geknurrt und hat echt Angst gehabt vor Menschen. Mittlerweile, wie man sieht, ist sie total aufgetaut, ist ganz verschmust und aufgeweckt, ist 2 Jahre alt, ja, und spielt und springt den ganzen Tag. Wir machen generell bei jeder Vermittlung zuerst eine Vorkontrolle, also wir lernen die Personen immer zuerst kennen, bevor wir ein Tier vermitteln. Und schauen wirklich genau, passt genau das Tier auch wirklich in die Familie. Vielleicht überlegt ja jemand gut, setzt sich mit dem Tierschutzverein Rankweil in Verbindung, informiert sich und kann schlussendlich der süßen Dame ein verantwortungsvolles, geborgenes Zuhause bieten. Ein Geschenk für das Tier, das genauso in der Zeit nach Weihnachten mehr als Sinn ergibt.
Die Vorarlberger Baubranche zieht am Ende des Jahres 2017 eine zufriedenstellende Bilanz. Die hohe Auslastung quer durch alle Branchen habe sich auch in diesem Jahr fortgesetzt, so der allgemeine Tenor bei der heute präsentierten Blitzumfrage, bei der die Bauinnung traditionell zum Jahresende die aktuellen Ergebnisse präsentiert und einen Ausblick auf das kommende Jahr gibt. Den Grund für die gute Auslastung sieht Innungsmeister Peter Keckheis in der erfolgreichen Wirtschaft und der damit verbundenen Bereitschaft von Industrie und Gewerbe, in bauliche Maßnahmen zu investieren. Träger der Konjunktur ist nach wie vor der Wohnbau. Dies würde sich im stark steigenden Bevölkerungswachstum in Vorarlberg und der hohen Zahl an gemeinnützigen Wohnungen begründen. Die Arbeiterkammer Vorarlberg warnt vor Abzocke durch Schlüsseldienste oder Installationsdienste. Schon bis zu 900 Euro wurden für ein Türöffnen vom Betroffenen verlangt. Sollte man auf der Suche nach einem Schlüssel- oder Installationsdienst an seinem Wohnort auf eine 0800er-Nummer stoßen, müsse man mit stark überhöhten Abrechnungen rechnen, so Arbeiterkammer-Konsumentenberaterin Renate Burtscher. Ein guter Tipp, sich im Vorfeld schon die Nummer eines zuverlässigen Schlüsseldienstes im Handy zu speichern oder am schwarzen Brett im Stiegenhaus aufzuhängen. Weitere Hinweise gibt's bei der Arbeiterkammer Vorarlberg. Erfolgreiche, aktive und verdiente Funktionäre standen gestern Dienstag im Mittelpunkt eines Festakts im Landhaus. Landesrätin Bernadette Mendel überreichte Sportehrenzeichen und gratulierte den Geehrten zu ihren Leistungen und ihrem Engagement für das Sportland Vorarlberg. Christina Kolb aus Siebratsgfäll, Paragliding-Weltmeisterin 2016, bekam etwa das Ehrenzeichen für sportliche Leistungen in Gold. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von Exacting, die Immobilienexperten im Dreiländereck. Heute klart es während des Tages immer mehr auf und die Temperaturen steigen deutlich an. In den Tallagen dürfte es im Kaltluftsee mit 2 Grad winterlich bleiben. Das unbeständige und trübe Wetter hält am Donnerstag an. Zuerst ist es noch relativ freundlich, aber schon ab dem Vormittag ziehen wieder dichte Wolken auf und spätestens am Abend kommen neue Niederschläge auf. Unterhalb von 1200 Meter gibt es wahrscheinlich nur Regen, der am Boden gefriert. Am Abend steigen die Temperaturen auf 5 Grad. Sehr unsicher sieht die Prognose für Freitag aus, wahrscheinlich bleibt es aber weitgehend stark bewölkt mit Niederschlägen. In den Bergen dürfte es wieder 10 bis 20 cm Schnee geben. Im Laufe des Abends und der Nacht sinkt die Schneefallgrenze unter 1000 Meter. Der Samstag bietet leider auch keine Abwechslung, es gibt am Morgen noch Schnee oder Regen. Diese klingen aber im Verlauf des Tages ab und die Temperaturen bewegen sich um die 4 bis 5 Grad. Am Heiligen Abend erwartet uns nach heutigem Stand ein klarer Himmel. Nach bis zu 7 Grad untertags kann es schon ab dem Abend wieder frostig werden. Das Wetter bei RTV Vorarlberg. Mit freundlicher Unterstützung von Wettering.at.